Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4, erstelle ein Sim. Ja, ich habe die Demo und dachte mir, ich schau mal rein und zeig euch mal ein bisschen, was wir denn heute da machen können. Ich habe mich ja eigentlich schon drauf gefreut, muss ich sagen. Oh, okay, hier geht's schon los. Wir können hier den Popo verdicken, oder was? Hüfte und Po. Yeah, dicke Popo. Ja gut, freue mich auf jeden Fall drauf. Hab jetzt leider schon etwas gehört. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal. Ach du meine Güte, hier musst du erstmal klarkommen. Ich will wieder zurück. Kommt man denn jetzt wieder zurück? Nein. Ach guck mal, hier können wir sogar zufällig machen. Machen wir mal. Was haben wir denn hier? Okay. Ich muss sagen, die zufälligen... Ich wollte gerade sagen, sehen... Doch, sehen eigentlich recht gut aus. Damals hast du so echt so einen komischen Mischmasch. Aber das geht schon mal. Aber ich möchte jetzt gerne selber etwas erstellen. Und wie komme ich jetzt... Ah, okay, hier geht's wieder zurück. Hier haben wir sogar... Ne, es gibt nur die. Okay. Trällern... Melodie, süß. Okay. Oh. Ich glaube, den lassen wir so, ja. Den lassen wir so. Oder? Was haben wir hier? Selbstbewusster Gang. Okay. Stolzer Gang. Feminin. Ja, so ist perfekt. So lassen wir das. So ist toll. So. Wähle ein Bestreben. Ne, wir wollen ja kein Bestreben. Wir wollen ja jetzt erstmal herausfinden. Hola. Große Titis. Ne, wir machen. Oh, das ist zu flach. Wir machen. Die kann man hochziehen. Schwerkraft. Nein, wir machen die jetzt mal so. So sehen die nämlich sehr gut aus. Ihr müsst wissen, dass ich für so eine Charakter. Ja, Erstellung bei Sims damals immer, Moment. Ziemlich lange gebraucht habe. Also ich brauchte da wirklich schon mal eine halbe Stunde, Stunde. Und ich glaube, hier wird es echt etwas, ja, hier kannst du ja wirklich alles machen gerade. Das fasziniert mich gerade. Das ist ja cool. Beindicke, auch cool. Auch cool. Kann ich wieder zurück? Hallo? Jetzt geht gar nichts mehr. Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Ah, okay. Also wenn wir auf das Bein direkt klicken, können wir dann schon aussuchen etwas. Dann machen wir mal Beinbekleidung. Aber ich bin noch nicht fertig. Nee, das will ich noch nicht. Oh, okay. Die Brille machen wir jetzt erstmal ab. Ich will keine Brille. Ich will keine Brille. Ich will keine Brille. Oh, die hat aber komische Augen. Gesicht. Was haben wir denn da? Aha. Ja, sehr schön. Hm. Das sieht seltsam aus. Aber klar, wir können das ja alles selber für uns nochmal... Die haben alle so komische Augen. Aber egal, wir können das ja alles selber machen. Wir haben auch hier Hautfarben. Wir können uns auch grün machen oder blau, schwarz, orange. Wir machen mal etwas Gesundes. Wir machen mal so. Das heißt nicht, dass die anderen Farben nicht gesund sind, aber ne, das ist zu hell. Okay, Hautdetails haben wir auch. Oh, cool. Aber das will ich nicht. Was ist das? Achso, das sind alles so Grübchen und sowas. Ah, Sommersprossen. Ah, Schönheitsflecken. Auch sehr cool. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt... Können wir das? Ah, sehr schön. Okay, da haben wir speziell sogar die Augen. Okay, die müssen wir nicht komplett alleine formen. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl mich das damals auch nie gestört hat, die selber zu machen. Was haben wir denn da? Hm. Was ist mit ihr hier? Ah ja, wir nehmen das jetzt einfach mal. Wir nehmen grüne Augen, weil ich habe auch grüne Augen. Das mache ich jetzt einfach mal grün. Ich identifiziere mich eigentlich sehr gerne. Das Problem ist, dass ich das nicht so richtig hinkriege. Mit dem Erstellen dann. Ich habe mir damals mich erstellen lassen. Aus einem Forum eine sehr nette Dame, die sich dann wirklich da dran gesetzt hat und mich da erstellt hat. Fand ich sehr nett. Danke nochmal, falls du zuschauen solltest.
Was haben wir denn hier? Lange Haare. Ist aber wenig Auswahl, ne? Oder? Was haben wir denn hier? Nächstes Abendbekleidung. Achso. Achso. Nee, das sind die gleichen. Hm. Das finde ich seltsam, weil, klar, du kannst jetzt hier wieder aussuchen, wie siehst du beim Sport aus, mit einem Schlafanzug, dann machen wir mal so. Abend, nee, Ausgehkleidung, so. Ja, sehr schön. Aber ich möchte jetzt eine normale, ach, das sieht aber gut aus, oder irre ich mich? Schauen wir mal. Ne, wir nehmen das sieht auch cool aus. Machen wir in Rot, passt. Ach so, okay, mittellang, sehr schön, okay, das ist dann auch, das ist toll, das gefällt mir. Kann ich das so machen? Nee, das gefällt mir nicht. Hüte haben wir auch wieder dabei, auch sehr schön, oh, sehr sommerlich. Okay, es ist einfach nur nochmal separat alles so ein bisschen eingepackt, das finde ich eigentlich relativ gut. Weil sonst musstest du immer scrollen und dann hast du es mal endlich geschafft. Jetzt bin ich schon wieder am Gesicht. Ah, da können wir die Wangen machen. Ne, wir wollen aber jetzt erstmal hier das noch zu Ende bringen. Wir sind ja gerade in dem Menü. Und dann waren wir gerade hier. Da haben wir jetzt Ohrringe. Hm. Haben sie da extra so eine Armband dran gebracht? Aber ist noch nichts drin. Ist ja nicht schlimm. Was nicht ist, kann noch werden. Was nehmen wir denn da? Ich bin ja mehr so der neutrale Typ. Ich habe ja mehr so... Was haben wir denn hier? Jetzt sieht's richtig kacke aus. Was haben wir denn hier? Weiß, rot. Nee, das ist zu rot. Nee, das ist zu pink. Nee, ich will das nicht. Das sieht sehr seltsam aus. Ja, ein bisschen Rouge geht. Können wir machen. Aber wir müssen die Augen da mal eben ändern. Das sieht ja grauenhaft aus. So ist doch schön. So gefällt es mir. Was haben wir hier? Grün. Ja, sehr schön. Grün, grün. Augen. Hier haben wir noch so ein bisschen für unten drunter. Ich habe immer unten drunter was. Aber so sehe ich nicht aus. So eigentlich auch nicht. So, ja, lassen wir es so. Die Wangen habe ich gerade gemacht. Die sind mir aber... jetzt komme ich schon wieder in dieses Menü da rein. Die sind mir nur etwas irgendwie zu... rot. Ne? Das mache ich dann weg. So, so ist besser. So ist toll. Lippenstift. Nee, brauche ich nicht. Mag ich nicht. So, dann schauen wir mal Augenbrauen. Die sind auch noch ziemlich groß. Die machen wir jetzt ein bisschen klein. Ja, so schön. Ich glaube, hinterher sieht die total komisch aus. Ich muss mich eigentlich auch so ein bisschen beeilen, aber... Ach, Quatsch, ich brauche mich nicht beeilen. Wir machen einfach beim nächsten Mal da weiter. Genau. Was können wir noch hier? Die können wir nach oben, nach unten machen. Also links, nach rechts. Okay. Schauen wir uns mal die Nasen an. Da bin ich ja auch immer sehr wählerisch. Aber wir haben auf jeden Fall wieder mal sehr viel Auswahl. Von groß zu klein. Klein zu groß. Ja, wir lassen die Standard, also die beim ersten Mal. Ich ändere da eigentlich auch nicht gerne was. Wow. Nase. So ist süß. So ist toll. Und die Lippen sind uns auch noch etwas zu groß. Die sind zu üppig. Was können wir denn hier machen? Oh, okay. Das sieht doch lustig aus. Das gefällt mir. Nein, das gefällt mir natürlich nicht. Was haben wir denn noch? Also man merkt, es ist wirklich, ich muss mich erstmal reinfinden. Man hat so viele Möglichkeiten gerade. Das heißt, man hat sie ja vorher auch schon gehabt. Aber jetzt einfach nur dran, so, das ist irgendwie seltsam. Wie ist denn so der Abstand von Nase? So, ne? Ja, so ist toll. Sieht gut aus. Gefällt mir. Vielleicht. Irgendwie. Moment. Hihi, grins. Ja, komm mal her hier. Ey, andere Richtung. Wir machen die mal hier so ein bisschen paustiger, die Lippen, die Wangen. Bisschen dicker. So, ja, sehr schön. Was haben wir denn so für Bekleidung? Ah, da kommt direkt wieder eine andere Musik. So ein bisschen überlagert. Warum auch immer gerade. Okay, jetzt wird's besser. Aha.
Ich habe das Gefühl, ich meine, klar, ich sage ja, ne, was nicht ist, das kann noch werden. Ich meine, es kommt ja jetzt bald erst. Vielleicht ist auch noch nicht alles bei, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den anderen immer mehr bei war. Aber ich sage, ne, warten wir es mal ab. Ziehen wir uns mal so eine sommerliche Jeans an. Ach stimmt, wir können den Popo... Können wir es ab... Ah, schaut mal. Magersüchtig und normal. Ja, dann machen wir normal, ne? Müssen es ja nicht übertreiben. Die Schultern können wir auch noch machen. Okay. Wie ihr seht, viele Möglichkeiten. Mal wieder. Was mich auch sehr freut. Sie haben sich wieder gut was ausgedacht. Aber ich finde es momentan etwas zu kompliziert vielleicht. Hier können wir auch wieder die Farbe ändern. Das ist auch schön. Ne, wir wollen das schon da drauf haben. Ja, perfekt. Es ist echt gewöhnungsbedürftig gerade. Ich sage, wenn ich da so ein paar Stunden drin bin. Was ist das denn hier? Probiere diesen Style aus. Ne, will ich nicht. Ich habe ja einen Style. Der gefällt mir ganz gut. So. Haben wir auch Schuhe? Ja. Wir haben auch Schuhe. Wir haben sogar pushige Schuhe. Können bestimmt sogar was an den Händen machen, ne? Ah, die Ringe und so, genau. Das können wir machen. Schuhe. Da waren wir gerade, oder? Ja. Ich sag ja, wir hatten irgendwie mehr Auswahl. Die wird so ein bisschen punkig, glaube ich. Sieht so ein bisschen so aus, oder? Oder irre ich mich da? Aber die Schuhe passen nicht, ne? Oh, was haben wir denn da? Nee, das gefällt mir nicht. Das, ja, Ich sag ja, Wir lassen die hier in schwarz. Ist das schwarz? Das ist schwarz. Da ist das. Okay. Nee, so ist besser. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier halt so eine kleine... Olga? Olga? Wie nennen wir sie? Olga? Ja, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt halt immer noch. Socken brauchen wir auch keine. Wir haben sogar Leggings dabei. Halt die Ringe. Handschuhe. Yeah. Fand ich schon immer seltsam. Und ganz normal die Armbänder. Kombination, okay. Das hatten wir gerade. Bademäntel. Ganz wichtig. Den Körper. Oh Gott. Oh. Ja, nee. Können wir uns... Oh, yeah. Bisschen muskulös, würde ich sagen. Ja. Oh, das geht doch. Das ist doch super. Das ist perfekt. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Oh, Tattoos. Wunderherrlich. Ich habe auch eins. Dann mache ich mir auch eins. Aber ich glaube, meins gibt es natürlich nicht hier. Aber das ist cool. Das ist sehr cool. Da können wir natürlich auch wieder die Farbe ändern. Blau, Pink. Ja, wir machen mal schwarz. Ganz einfach. Ja, ich will trotzdem jetzt erstmal hier einen kleinen Break einlegen. Ich stelle euch vor, Olga. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.